los und herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Die nächste Ausgabe ist da, No Risk, No Fun. Und da haben wir uns direkt mal für den Anfang etwas überlegt, was ich jetzt schon bereue. Und zwar, ich komme ja aus Kiel, wie ihr wisst. Und wir befinden uns hier gerade am Falkensteiner Strand. Und meine Aufgabe lautet jetzt, ich soll hier ins eiskalte Wasser gehen. Kannst du bei dir auf dem Handy sehen, wie viel Grad wir hier haben? Okay. Auf jeden Fall ist es nicht so warm. Das Wasser ist recht nicht. Ich werde jetzt aber hier ins Wasser gehen. So ist zumindest der Plan. Schauen wir mal, ob ich mich das dann wirklich wage. 19 Grad. 19 Grad, Lufttemperatur. Das Wasser wird auf jeden Fall kälter sein. Und dann eine Minute tauchen. Ja? Hier die Regeln. Eine Minute lang tauchen. Komplett mit Mund und ich zeige auf die Nase, mit Nase und Mund unter Wasser und eine Minute durchhalten. Was? Ja, schauen wir mal. Soweit die Theorie. Los geht's. Noch geht's, aber ganz rein und eine Minute lang. Oh! Trau mich nicht. Jetzt oder nie? Spring rein. Thank you.
gefallen. Hast du so ein bisschen mitgezählt? Ja, knapp. 40. Nee. Ich hab keine Ahnung. Auf geht's. Das war ja wohl eine Minute. Oder? Ich hab nicht gesehen, was du angefangen hast. Du hast gar nicht gefilmt, ne? Doch, aber jetzt ein paar Minuten später bin ich auf dich gegangen. Du hast ja nichts gesagt. Ja, ich muss mich auch mental vorbereiten, da kann ich nichts mehr sagen. Ich muss ihn nochmal, oder was? Scheiße. Habt ihr mich schon abonniert? Gerade so. So sieht's aus. Also, ich habe mich gewagt, ich habe mich getraut. Es hat lange gedauert. Ich hoffe, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Ob die Minute jetzt wirklich da erfüllt wurde, werden wir sehen in der Nachbearbeitung. Und ja. Gewonnen. Kein Loser. Dann können wir jetzt ja zur nächsten Aufgabe kommen. So sieht's aus. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Aufgabe. Novi? Ach, da hinten, ja. Genau. Also fahren gerade vom Strand weg. Und jetzt geht's zur nächsten Crazy Challenge. Und das wird auch schon wieder so eine Sache, die ist nicht ohne. Schauen wir mal. Alles klar da hinten? Gut. Bis gleich. Der Spangen mit seinem E-Bike tritt minimal in die Pedale und holt das Maximum raus. Und ich, armer Gnom, muss mir hier einen abschuften, wisst ihr? Aber ich habe ja die nötige Schizopower. Und mit der nötigen Schizopower holen wir den Drecksack ein. So, wir sind angekommen. Es treibt uns immer wieder auf Spielplätze. Ich weiß auch nicht warum. Aber Novi hat da so eine gewisse Leidenschaft entwickelt. So, bevor wir hier zur nächsten krasseren Geschichte kommen, wollen wir jetzt erstmal was Kleineres machen, und zwar Armdrücken. So, und Novi, der ist ja hier so ein bisschen, ne? Der pumpt, und ich bin eine Luftpumpe. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Dein stärkster Arm ist rechts. Meine auch. Gut. Hier nochmal die Regeln. Ah, herrlich. Immer schön über Novi. Das freut mich. Ja. Und zwar ganz einfach, Arm drücken, nur ein Versuch. Und der zweite Arm muss hinten auf dem Rücken sein. Und es gilt wirklich nur dann, wenn der gegnerische Arm komplett zu Boden gedrückt wurde. Und der Ellbogen muss auf dem Tisch bleiben. Ganz einfach. So, bist du bereit? Bin bereit. Gut.
Kopfschützen da. Früchtchen. Fängst du schon an? Ich merke schon so eine Spannung. So. Das ist ja jetzt schon, wäre schon erschöpft. Scheiße. Okay. Hab Mitleid mit mir, ne? Er probt ja auch und macht und tut und übt und pumpt und ich mach gar nichts. So, okay. 1, 2, 3. Ich hab hier schon keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Ja, es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Ja, hast du gut gemacht, ne? Verloren. Ja, gut. Dann kommen wir zur krasseren Sache. Und die krassere Sache war eigentlich, dass wir ursprünglich gesagt haben, ich soll mit Inline-Skates oder mit Rollschuhen eine Rutsche runter. Die Idee kam bei No Risk, No Fun. Erste Ausgabe, und zwar haben die Kiddies das dort auf dem Spielplatz vorgeschlagen. Und das fanden wir eigentlich ganz geil und das wollten wir jetzt umsetzen. Aber wir haben jetzt keine Rollschuhe auftreiben können. Also haben wir gesagt, gut, dann fahre ich mit dem Fahrrad die Rutsche runter. Und sind wir extra hier auf den Spielplatz gefahren, wo vor ein paar Jahren definitiv hier noch eine schöne, lange, große Rutsche war. Die ist jetzt weg. Aber an dieser Stelle gibt es jetzt ganz viele Autoreifen bergab. Und das ist ja auch nicht so einfach, da runter zu fahren. Und deswegen ist das jetzt meine Aufgabe. Der Berg des Todes. So, und da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe angelangt. Und diesmal heißt es, ja, ich muss mit dem Fahrrad diese Strecke schaffen. Ich habe 3 Versuche und ich darf weder noch mit den Beinen absetzen. Also die müssen durchgehend auf die Pedale sein. Zumindest, ich darf ein bisschen Gleichgewicht ausbalancieren, aber ich darf sie nicht auf den Boden absetzen. Und ja, also im Prinzip in einen Rutsch durch. Das ist die Aufgabe. Man könnte auch vereinfacht sagen, Hauptsache nicht auf die Fresse fallen, packen, wie auch immer. Ja, Schizos, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ne? Los geht's. So. Ich könnte ja rein theoretisch zwischen den Reifen runterfahren. Dann habe ich nicht so diese Hoppel. Kannst du erstmal machen. Aber ich habe ja 3 Versuche. Das heißt, ich kann mich ja ein bisschen ausprobieren. Die kommen schon. Lenkrad ist noch vom letzten Mal mit dem Fahrrad. Ist das Lenkrad hier noch ganz locker? Fängt ja schon gut an. Gleich spießt du dich an der Stange auf. Hä? Gleich spießt du dich da an der Stange auf. Du darfst keine Angst haben. Hä? Darfst keine Angst haben. Nö. Ich kann aber auch kein Gleichgewicht halten. Scheiße. Mann. Kann man nicht den Berg sagen? Oder hier schon mal als Probe, der Berg. Damit ich schon mal ein Gefühl krieg für das Steile.
Das war jetzt nur der Berg, aber wenn jetzt noch die Reifen dazu kommen. Wenn du überall bremst. Hä? Wenn du überall bremst. Ja, aber wenn ich einfach rollen lasse, dann kriege ich ja so einen Speed drauf und bretter da so krass runter. Wie so eine Hecke. Was? Da werde ich aufgefangen oder was? Ja. Aber den Berg kann ich dir ja zeigen. Willst du den Helm haben? Oh. Novi zeigt jetzt, wie das schon mal mit dem Berg geht. Ja, siehste? Doch nicht so einfach, ne? Auf keinen Fall nachmachen. Auf keinen Fall. So. Also ich werde es noch einmal versuchen, aber dann, wir wollen hier nicht unser Leben aufs Spiel setzen. Reicht, wenn Novi das gemacht hat. No risk, no fun, so heißt das hier ja. Jetzt einfach durchhalten. Das wird nichts. Man muss auch wissen, wann gut ist. Das wird nichts. Das wird hier Selbstmord. Schieb's runter. Reicht jetzt, ne? Reicht jetzt wirklich. So, Schizos. Jetzt geht's weiter. Nächste Aufgabe. Und jetzt sind wir hier auf so einem kleinen Sportplatz, könnte man sagen. So, hier kann man Basketball spielen, Fußball spielen. Und ich habe jetzt etwas Ähnliches vor. Drei Gegenstände. Einmal hier so ein etwas größeres Stück Holz. Das ist schon ein älteres Stück Holz, ist also relativ leicht. Dann eigentlich gleiche Größe, bisschen leichter sogar noch, hier dieser Aststock und zu guter Letzt eine kleine Prosecco-Flasche. Das Ganze werde ich jetzt von hier aus werfen. Das sind ungefähr 8 Meter Abstand zum Basketballkorb da oben. Drei Gegenstände, drei Versuche und zwei Treffer müssen auf jeden Fall dabei sein. Ja, also alle drei Gegenstände werfen, zwei müssen davon auf jeden Fall drin sein. Schauen wir mal, ob das klappt. Los geht's! Gut, aber da war auf der Kante. Die Wiederholung. So, zweiter Versuch. Jetzt müssen die nächsten beiden drin sein, sonst war es doch schon wieder mal. So, okay. Ja, der ist im Ast hängen geblieben. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen... Darf ich nochmal von vorne anfangen und den Korb nehmen? Da habe ich kein Hindernis. Andauernd berühre ich den Ast. Das ist ja mal kommt. Das können wir aber machen. Ich ziehe mal kurz um. So sieht's aus. Also, da fange ich nochmal von vorne an. Ich komme ständig gegen diesen Ast da oben. Das ist ein bisschen unfair. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Jetzt nochmal von vorne, los geht's. Wurf Nummer 1 am anderen Korb.
noch nichts. Nummer 2. Ja, das war wieder nichts. Aber ich mach trotzdem noch Nummer 3, ja? Das wollen wir doch sehen. Noch nicht mal kaputt, ich bin eine richtige Flasche. Ich krieg gar nichts hin, ich habe keine Lust mehr. Außerdem macht er hier schon wieder alles kaputt. Ich werde das Video verwenden, um es bei der Polizei zu melden. Das ist Novi, wie er lebt. Ja, eine Aufgabe kommt noch heute, ne? Aber bevor die kommt, wollen wir uns heute noch mal das Highlight des Tages anschauen. Fünf Klemmzüge. Okay. Aber muss ich jetzt mit dem Kinn immer über die Stange gucken oder was? Das schaut ja nicht mal ein. Immer muss ich mich blamieren, dass ich ja sportlich eine Niete bin. Also, das ist jetzt erstmal nur so just for fun, ne? Ich bin ja jetzt schon erschöpft von Arm hochhalten. Push. Ja Leute, das war just for fun. Das war natürlich keine ernstzunehmende Aufgabe, ne? Oh Mann. So. Hello, baby. Schizos, wir kommen zur letzten Aufgabe für heute. Ja, ich habe schon verloren. Es ist einfach so, die Bestrafung, die wird tatsächlich vollzogen werden müssen. Haben wir noch gar nicht gesagt, was, ne? Haben uns aber auch noch nicht überlegt. Sagen wir gleich im Anschluss. Und jetzt trotzdem, damit ihr natürlich auf eure Kosten kommt, kommt noch die fünfte Aufgabe. Die fünfte Aufgabe lautet, dass ich jetzt hier mindestens 10 Rollen runter machen muss, 10 Vorwärtsrollen. Und während ich diese 10 Rollen mache, ist auf der Strecke Folgendes verteilt. 2 Handschuhe, die ich während des durchgehenden Runterrollens irgendwie wieder anziehen muss. Keine Ahnung, wie ich das schaffe. Und meine Cappy werde ich dort noch hinlegen, dass ich die auch noch wieder während des Runterrollens aufsetze. Wenn die während des Rollens dann wieder abfällt, ist egal, aber ich muss es einmal schaffen, die aufzusetzen. Ja, und möglichst durchgehend rollen und das mindestens 10 Mal. Ich bin sehr gespannt, ob das alles wieder so klappen wird oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit eher nicht. So, ich lege das mal hier überall hin. Lege ich hier mal den ersten Handschuh hin. Dass man sich das immer unnötig schwerer machen muss, ne? Wie soll man während des Rollens, wie soll man da sehen, wo die Sachen sind? Das geht doch gar nicht. Das ist schon wieder so bescheuert, das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt. So, aber es ist ja klar, wenn ich hier jetzt im Rasen, auf dem Rasen hier so Rollen mache und so, dann werde ich total dreckig. Also deswegen fehlt noch das richtige Outfit. Moment. Oh Mann, ey, immer nur Scheiße. Also, ich glaube, das waren keine 10 Vorwärtsrollen, nur die ersten. Der Rest war einfach nur trauriger Sack auf dem Weg ganz nach unten. Die Cappy habe ich geschafft aufzusetzen. Handschuhe habe ich auch, aber nicht an. Ich
Ich möchte das Ganze an dieser Stelle unkommentiert lassen, liebe Schizos. Ich hoffe dennoch, euch hat das Ganze heute in irgendeiner Form irgendwie unterhalten. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat, kann mich sehr gerne abonnieren. Außerdem findet ihr mich auf Twitch, Schizostreamer, so heißt ich auch dort. Und dann könnt ihr mir auch gerne dort folgen. So, nützt alles nichts. Ich habe heute mehr als 3 Aufgaben nicht geschafft. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist das mit dem Tauchen. Aber mehr auch nicht. Und das heißt, jetzt kommt die Bestrafung. Ich habe hier immer noch eine ganze Menge Gummibänder. Ihr erinnert euch vielleicht aus, was ihr wollt. Die Livestreams, wo ich ja auch schon 25 verrückte, bescheute, bekloppte, dämliche, ekelhafte, krasse Sachen gemacht habe. Und da hatte ich ja diesen Gummibandball und habe mir ja so einzeln immer so ein paar Gummibänder gegen die Lippe peitschen lassen. Das wollen wir jetzt nochmal in XXL-Größe machen. Und zwar habe ich jetzt hier mal 10 Gummibänder. Und der ein oder andere wird es vielleicht erkennen, wer schon mal Monkey Late Night gesehen hat. Wer nicht, kann einmal hier oben rechts drauf gehen aufs i und gleich nach dieser Ausgabe sich Monkey Late Night mal anschauen. Und das ist die Kulisse von Monkey Late Night, das heißt, wir befinden uns in meinem Schlafzimmer. So, und hier wird nämlich immer Monkey Late Night gedreht. Und ich habe jetzt folgende Idee: Ich möchte jetzt diese 10 Gummibänder hier an diesen Rahmen festmachen. Und dann habe ich von so einem Schlüsselanhänger hier so einen Ring. Und dort werden sie alle zusammengeführt. Und diesen Ring muss ich dann irgendwie in den Mund nehmen, sodass alle 10 Gummibänder also genau auf meinen Mund zulaufen. Und dann habe ich hier eine große Schere und mit einem oder vielleicht 2 Schnippschnapp peitschen die mir alle gleichzeitig mitten in die Schnauze. Das bereite ich jetzt kurz vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ja, es sind jetzt nur 5 Gummibänder, die ich angebracht habe. Warum? Ich habe doch gerade 10 gesagt. Ja, aber aufgrund dessen, wie ich sie angebracht habe, sind es quasi 10 Gummibänder, die mir gleich in die Fresse peitschen. Denn ich zeige es hier noch einmal, wie ich es gemacht habe. Ich habe hier so ein Gummiband genommen, habe das hier einmal so gedehnt, einmal so drumherum gewickelt und dann quasi hier durch diese Öffnung die hinteren 2 Gummibänder, obwohl es ja nur 1 ist, aber es sind ja quasi 2 einzelne Gummistränge, da so durch, damit das hier auch hält gleich, ne? So habe ich es gemacht. Und deswegen ein Gummiband, aber 2 Gummistränge, die mir dann beim Durchschneiden in die Schnauze peitschen. Und deswegen habe ich es jetzt auch wirklich nur bei 5 belassen, aber eben mal 2, also es sind am Ende 10 Dinger, die mir ins Gesicht peitschen. Wir haben ja einmal dunkelblau, wir haben ja einmal hellgrün, wir haben gelb, wir haben rot und wir haben nochmal dunkelblau. Wer mitzählen kann, ja, es sind 5. Wie gesagt, mal 2 sind 10. So. Kräuterfüll. So. Oh, Scheiße. Ich hoffe, ihr konntet das irgendwie sehen. Konnte man das sehen? Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Puh. Ja, es hat auf jeden Fall gepeitscht. Nicht ganz so stark, wie ich dachte. Aber das war meine Bestrafung. Aber es piert immer noch. Es piert immer noch. Alle sind auf jeden Fall gerissen bzw. aufgeschnibbelt worden. Hier hängt nichts mehr, wie ihr seht. Also es war wirklich mal 10. Wir gucken uns das Ganze nochmal in der Slow Motion an. 1, 2, 3. Bam! Jawohl. Voll auf die Lippen. Das hat gepeitscht. Ja, Freunde. Das war's dann auch schon wieder für heute. Das war wieder No Risk, No Fun. Wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne im Anschluss hier nochmal oben rechts auf das i klicken und auch gerne abstimmen. Wie immer gibt es natürlich auch eine Frage. Und euch ansonsten auf den weiteren Playlists und Videos austoben. Ansonsten könnt ihr mich hier auf YouTube immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag sehen.
und die jeweils anderen Tage, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag auf Twitch. Ja, ich streame immer abends, eine genaue Zeit gibt es nicht. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, Schießos. Auf Wiedersehen.